Ich freue mich, dass du da bist und mehr über unser Trainingssystem erfahren möchtest. In den kommenden Minuten möchte ich mit dir gerne über unsere 7 Bausteine des Trainingssystems unterhalten, sowie die 4 essentiellsten Punkte zum Thema Performance. Wenn wir von Performance sprechen, reden wir von der gesamten bestmöglichen Leistungsfähigkeit eines Einzelnen oder einer Einzelnen. Das bedeutet, dass jeder Einzelne, egal unabhängig von Alter und Geschlecht, in der Lage ist, seinen Alltag und die damit verbundenen Herausforderungen so gut es geht zu meistern. Natürlich wird es immer Leistungsunterschiede zwischen einzelnen Personen geben. Doch es geht darum, dass jede Person ihr maximales Leistungsvermögen abrufen kann. Die 4 essentiellsten und wichtigsten Säulen der Performance sind Ernährung, Training, Erholung und das richtige Mindset. Ein kleines Beispiel. Solltest du viel trainieren, die richtige Motivation haben, aber dich schlecht ernähren, wirst du nicht die Leistungsfähigkeit erreichen, die du dir wünschst. Solltest du hingegen viel trainieren, dich gut ernähren, aber zu wenig schlafen, wirst du ebenfalls nicht die Leistungsfähigkeit erreichen, die du dir wünschst. Deswegen ist bei diesen 4 Säulen ein Gleichgewicht notwendig, um optimale Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die 7 Bausteine beginnen mit der Schmerzfreiheit. Die Schmerzfreiheit bildet die Basis dieses Systems. Kein Mensch, der Schmerzen hat, ist in der Lage, Leistung abzurufen. Vor allem, da es ja erstmal darum geht, auch Schmerzen zu bekämpfen und die Ursache dieser Schmerzen zu finden. Ich möchte dir ein kleines Beispiel geben. Vielleicht kennst du das auch und hast es auch schon mal gesehen oder gehört. Arzt sagt zum Kunden, Sie haben Rückenschmerzen, gehen Sie ins Studio, treiben Sie Sport, dann gehen die Rückenschmerzen weg. Der Kunde folgt dem Rat des Arztes und wundert sich, warum es mit der Zeit aber nicht besser wird. Schmerzen hat vielerlei Ursachen. Es ist nicht unbedingt immer da, wo der Schmerzpunkt ist, die Ursache, sondern die Ursache kann auch ganz woanders liegen. Einer der besten Sprüche in meiner Ausbildungszeit war, es sind die Opfer, die schreien, nicht die Kriminellen. Das bedeutet, Schmerzen können vielerlei verschiedene Ursachen haben, sei es Vorverletzungen bei Sportlern, sei es Körperhaltungsdefizite bei Alltagsathleten oder Businessathleten, die durch viele Sitzerei verkürzte Muskulaturen, verspannte Regionen haben oder die Muskelketten, die Körperlinien einfach nicht so arbeiten, wie sie arbeiten sollen. Darum gilt es erstmal, den Schmerz zu lösen, sie von Schmerzen und Beschwerden zu befreien, bevor es dann überhaupt ins Nächste geht. Das Nächste ist die Funktionalität und die Ansteuerung, sowie die neurale Aktivierung. Das bedeutet, wenn du deinen Körper gut steuern kannst, wenn du weißt, wie du die Verbindung zwischen dem zentralen Nervensystem, der Muskulatur und der Körper anwenden kannst, hast du einen entscheidenden Vorteil zu vielen anderen. Ein kleines Beispiel, du kennst bestimmt auch das sogenannte Sprichwort der Körperklaus. Da weißt du, er kann seinen Körper nicht so steuern oder nicht so bewegen, wie es vielleicht normal ist. Das bedeutet, dass die Verbindung zwischen dem zentralen Nervensystem und dem Körper nicht optimal funktioniert. Meine Frage an dich, bevor du den Führerschein gemacht hast, bist du bestimmt auch schon mal Auto gefahren, du Schwarz. Es war ein komisches Gefühl, dieses Auto zu bewegen, weil du nicht wusstest, was du da tust. Nachdem du den Führerschein gemacht hast und gewusst, was du tun musst, war es vielleicht am Anfang so, dass du dich konzentrieren musstest, um alle Abläufe ins Unterbewusstsein hineinzubekommen. Mittlerweile ist es egal, was für ein Auto du fährst es einfach. Und genauso funktioniert es hier auch. Wenn du einmal gelernt hast, deinen Körper zu steuern, Aktivierungen alle so funktionieren, wie sie sein sollten, das zentrale Nervensystem mit deinem Körper, mit den Muskeln und mit den ganzen Linien verbunden ist, hast du eine ganz andere Möglichkeit, auf deinen Körper und auf deine Leistungsfähigkeiten zuzugreifen. Einer der wichtigsten Themen sind die Themen Beweglichkeit und Mobilität. Ein gutes Beispiel aus der aktiven Fußballerzeit: Ein Toe-Touch, die Beine gestreckt zu halten und den Boden zu berühren, fällt vielen schwer. Sie sind in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt, was ihre Leistungsfähigkeit auch deutlich limitiert. Stell dir vor, du hast einen Bogen, mit dem du die Seite ordentlich spannen möchtest. Du nimmst einen Bogen, legst einen Pfeil rein, es zieht, die Seite ist alt, die Seite wurde nicht oft benutzt, die ist sehr porös. Glaubst du, dass du mehr Spannung erzeugen könntest, als wenn du eine Seite hättest, die regelmäßig bearbeitet wurde, die regelmäßig in Aktion war, die wahrscheinlich gut gepflegt wurde? Glaubst du nicht, dass du mit dieser Seite mehr Spannung und eine größere Kraft entfalten könntest als mit der alten?
Und genauso ist es auch beim Thema Beweglichkeit und Mobilität. Du musst stets in der Beweglichkeit und der Mobilität bleiben, damit du auch dementsprechend Leistungsfähigkeit abrufen kannst. Danach geht es zur Stabilität und zur Aktivierung. Stabilität bedeutet ja nichts anderes als, kann ich zum Beispiel meinen Körper in einer antirotatorischen Haltung halten? Beste Beispiel, ein Unterarmstütz. Wenn du deine Arme bewegen würdest, bleibt der Rumpf so wie er ist oder fängt die Hüfte an, sich zu bewegen? Die Stabilität ist eines der wichtigsten Dinge bei Sportlern, vor allem für Verletzungsprophylaxe. Natürlich ist aber auch eine Stabilität wichtig im hohen Alter, um eine Sturzprophylaxe zu gewähren. Das heißt, damit wir sehen können, dass im hohen Alter die Sturzgefahr extrem gesenkt wird. Diese vier Bausteine sind erstmal die Basis. Meistens ist es so, Leute kommen hier in die Factory und wenn wir anfangen, erstmal diesen vier Bausteinen zu arbeiten, sind erstmal 8 bis 12 Wochen vorbei, bevor sie die Basis überhaupt erst haben und dann beginnen können, leistungsfähig zu arbeiten. Wie kennst denn du es? Es ist vielleicht nicht manchmal immer so, dass in anderen Bereichen, in anderen Institutionen, zum Beispiel hier erst bei Kraft und Stärke angefangen wird. Vielleicht fängt man noch mit der Beweglichkeit ein. Aber was ist mit Stabilität, Funktionalität? Kunden berichten, dass sie noch nie verschiedenste Übungen, was die Aktivierung betrifft, durchgeführt haben und plötzlich ihre Muskeln ganz anders anschauen und bewegen können, wie sie es zuvor erlebt haben. Wenn du etwas schnell kannst, heißt es nicht, dass du es langsam kannst. Wenn du etwas langsam tun kannst, kannst du es auch schnell. Das bedeutet Kontrolle. Dann geht es aber auch erst los. Nachdem die Basis fertig ist, beginnen wir mit Kraft, Stärke und Muskulatur. Heißt, dann beginnt das Krafttraining, dann beginnt das Maximalkrafttraining, dann beginnt das Explosivkrafttraining, dann fängt es erst an, richtig loszugehen. Denn du würdest dich ja auch nicht in einen Ferrari ohne Bremsen reinsetzen. Könnte beim Fahren schnell viel Spaß machen, aber wenn es ums Bremsen geht, könnte es etwas schwierig werden. Danach geht es ans Herz-Kreislauf-Training und an Ausdauertraining aller Art. AIT, normales Ausdauertraining, Grundlage 1, Grundlage 2, Intervalltraining, Tabata-Training, Ausdauertraining aller Art. Denn Kraft und Stärke ist die Leistungssteigerung des Bewegungsapparates. Herz- und Kreislauf und Ausdauertraining aller Art ist die Leistungssteigerung des Motors des Körpers. Was dann noch folgt, betrifft nachher die Teamathleten. Natürlich kannst du als Business-Athlet oder Alltagsathlet sagen, ich will mehr, dann beginnen wir mit Wettkampf- und anforderungsspezifischen Training. Das ist dann das Feinchen. Dieses Profisystem, dieses Trainingssystem, kommt aus dem Profisport und das Gute an einem System ist, es ist skalierbar. Das bedeutet, sollten deine Anforderungen im Bereich der Beweglichkeit, der Funktionalität und der Schmerzbefreiung liegen, werden diese Bausteine. Sollten deine Probleme im Bereich der Stabilität und der Kraft liegen und die unteren drei Bereiche sollten okay sein, kümmern wir uns um diese zwei. Dieses System ist auf alle, jeder Mann und jede Frau anwendbar. Und du wirst damit Erfolg haben. Kunden in den vergangenen Jahren haben es immer wieder erlebt und sind begeistert. Ich freue mich, dir in den nächsten Tagen noch mehr von unserem Trainingssystem zeigen zu können. Danke, dass du dir so lange Zeit genommen hast für dieses Video.